Tag, Leute, hier ist mal wieder euer Marius und heute mit einem kommentierten Gameplay-Video zu MW3. Wir spielen Freifahrer auf Mission und ich spiele mit der ACR mit Red Dot und Silencer, ganz genau. Wieso war ich jetzt lange schon wieder nicht da? Wieso habe ich so lange kein Video mehr gemacht? Es tut mir wirklich leid. Es kommt mir so, als wenn jedes Mal, wenn ich ein neues Commentary mache, ich sage, dass ich lange Zeit nicht da war, aber mein Laptop war leider kaputt. Für längere Zeit jetzt. Ich musste ihn einschicken. Der Hersteller musste die Festplatte tauschen, da die wohl komplett im Arsch war. Alle meine Daten waren weg, alle meine Programme waren weg. Ich konnte weder aufnehmen, noch kommentieren, noch irgendwas. Ich hatte eigentlich vor, bevor mein Laptop kaputt war, es war jetzt, glaube ich, 3 Wochen her, dass er kaputt gegangen ist, aber die haben so lange gebraucht. Ich habe es da hingeschickt und sowas. Wurde extra von UPS abgeholt. Ich hatte eigentlich schon lange vor, ein paar mehr Videos zu machen. Ich hatte auch Gameplays und alles, aber natürlich, wie der Kinomoos in MW3 nun mal so ist, man hat schöne Gameplays mit Chris zusammen gespielt in Domination oder auch alleine. Wir waren wirklich guten Scores mit exotischen Waffen, von denen auf YouTube noch keiner was gehört hat. Natürlich schon, aber nun ja. Und man hatte die erspielt und der Kinomodus sagt einem dann, wenn man den Laptop dann nach 3 Wochen zurückbekommt, der Kinomodus ist out of memory und alle Gameplays sind weg. Das waren so 6, 7 Stück. Das ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist und das finde ich nicht mal toll. Also ich hatte wirklich viel, viel bessere, wirklich wo richtig krasse Scores bei waren. Mit coolen Waffen eigentlich. Nicht so eine Overporten Scheiße. Und sogar eins mit der Shotgun. Ich meine, wie selten ist das denn? Aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich bin jetzt wieder ja so halbwegs zurück. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen im Tipps und Tricks Video natürlich. Für Anfänger, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann klickt es mal an. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, wir hatten es auch schon erwähnt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, die einzelnen Parts aufzunehmen. Es ist dann so krass zu kommentieren, wie wir es gemacht haben. Wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, was wir meinen. Wenn noch nicht, dann könnt ihr es einfach anklicken. Ich werde es verlinken und auch in der Beschreibung hinschreiben. Wäre nett, wenn ihr mal vorbeischaut und eure Meinung da lasst. Wir werden auf jeden Fall, das steht zu 100% fest, noch ein anderes Tipps und Tricks Video, was ist heute los, machen. Für die Leute, die schon ein bisschen erfahrener sind, mehr sage ich dazu noch nicht. Wir müssen noch selber die Parts aufnehmen, uns Tipps und Tricks überhaupt erstmal überlegen und sowas, das alles noch kommentieren. Also es könnte sich noch hinziehen, aber das ist auf jeden Fall in Planung. Es wollten ja auch viele noch mehr Tipps sehen und das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Was liegt sonst noch an? Wir haben noch andere Sachen in Planung, alte Serien, neue Serien. Im Moment ist so ein bisschen so die Zeit, wir planen alles wirklich im Moment noch. Im Moment überbrücken wir die Zeit bis zu den großen Projekten. Wir haben wirklich große Projekte vor, noch mit normalen Commentaries. Aber ich denke mal, das ist auch einfach das, was ihr sehen wollt. Ihr wollt uns kommentieren. Und dieses Mal rede ich nicht wirklich viel über das Gameplay, aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich wirklich nur über das Gameplay rede, von Anfang bis Ende, wo ich nichts irgendwas über andere Sachen rede, über Real-Life-Stuff oder irgend so ein Shit oder warum ich schon wieder nicht da war. Ich werde komplett nur über das Gameplay reden, das werde ich euch versprechen. Denn das ist wirklich so der Old-School-Way, den wollen viele vielleicht auch nochmal wiedersehen. Auf jeden Fall will ich das auch wieder mal machen. Ist ja auch egal. ich möchte es auf jeden Fall wieder mal machen, denn das ist so, da wo haben wir begonnen mit sowas. Und ja, das möchte ich weiterhin verfolgen und möchte wieder aufgreifen auf jeden Fall. Und da seht ihr auf jeden Fall in der Richtung auch noch was. Die neuen ganzen Projekte, die wir jetzt haben oder die alten, die wir nochmal aufgreifen wollen, die kommen alle, denke ich mal, nicht mehr so vor Weihnachten. Ein paar Specials und was kommt alles erst nach Weihnachten, nach Neujahr. Ich werde mir zu Weihnachten, glaube ich, auch ein bisschen frei nehmen. Über die Feiertage müssen mit der Familie zusammensetzen, wie man das halt so macht. Und zum Gameplay, kommen wir jetzt mal zum Gameplay über, denn ich habe jetzt genug über andere Sachen gelabert. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Ja, im Gameplay spiele ich mit der ACR, eine meiner Lieblingswaffen in ganz COD, kann man sagen. Wenn nicht sogar meine Lieblingswaffe in MW3, finde ich sie, geht sie. Ich fand sie in MW2 besser, weil sie da noch weniger Rückstoß hatte. Sie war zwar, ich glaube, ich will nicht mal über die Stats irgendwas aussagen, denn da liege ich sowieso mal falsch. Auf jeden Fall fand ich sie in MW2 noch ein bisschen besser, weil sie da so wie so ein Lasershot war. Also einfach so eine richtige Noob-Waffe, wo man nicht irgendwie jeglichen Rückstoß verspüren konnte. Hier in MW3 gefällt sie mir trotzdem sehr, sehr gut. Ich spiele mit der sehr, sehr oft. Ich habe sie jetzt gerade erst, also nicht gerade eben erst, sondern vor kurzer Zeit erst auf Gold gekriegt. Ich habe jetzt erst 2 Waffen auf Gold. Ich spiele MW3 nicht wirklich viel, deswegen bin ich auch immer noch nicht so gut, obwohl ich eigentlich vorhatte, viel zu spielen. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust. Ich spiele mehr FIFA. Ja, hat verschiedene Gründe, weil mir FIFA bestimmt einfach mehr Spaß macht, würde ich jetzt mal so annehmen. Zum Gameplay nochmal zurück. Hier meine Taktik, die ich verfolgt habe. Hier bei diesem kleinen Haus immer hin und her gelaufen, die Spawns abgeklappert. Das war vielleicht ein bisschen campy. Ist mir aber egal, ich brauchte einfach ein Gameplay. Und das war so vom Score her das Einzige, was noch übrig geblieben war, was noch in Ordnung ging.
Und deshalb, ja, habe ich das jetzt genommen, um euch ein bisschen zu informieren. Auf jeden Fall, wie gesagt, was ich alles erwähnt habe, kommt alles noch. Und ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.